Hallo und herzlich willkommen, diesmal in meinem Garten. Also diesmal geht es nicht um ein Angelvideo, wir fangen heute keine Fische, aber wir brauchen so ein bisschen Luxus. Und zwar habe ich ja letztens eine Angelrute getestet und die war auch eigentlich ganz toll, aber die hat so ein Manko gehabt. Und zwar fehlt da so eine Hakenöse. Tja, ich gedacht, schöne Spinnrute, mit der rumgelaufen und so. Und wenn die keine Hakenöse haben, dann hängt man automatisch seine Köder entweder ins Metall von dem ersten Ring oder in den ersten Ring. Und da diese Ringe beschichtet sind mit LST beschichtet, Keramikbeschichtung haben, kann es durchaus sein, dass dieser Haken, weil der einen Widerhaken hat, wenn man den zum Beispiel ein Ei hängt, dass der die Keramik beschädigt. Und damit das eben nicht passiert, habe ich den Angelladen meiner Wahl aufgerufen, oder besser gesagt, ich bin hingegangen zu dem Angelladen meiner Wahl. Und hab dann mal gefragt, ja, gibt es da irgendwie so eine Nachrüstoption? Ja, und dann hat mir, ja klar, kein Problem. Und zwar gibt es da so eine Nachrüsthakenöse. Hier sieht so aus, so schwarz. Und hier ist die Hakenöse. Und ja, dann habe ich dieses Teil hier angeboten gekriegt. Also nicht genau exakt dieses, sondern das Original Fuji Bla Blub. Mit einem Haltegummi. Für sage und schreibe 10 Euro! Ja, da geht einem ja die Hutschnur auf, wenn man sowas hört. Ja? 10 Euro, da habe ich echt überlegt, so, soll ich jetzt die 10 Euro ausgeben für eins und Teil? Ja, gut, der Typ hinter dem Tresen hat halt zu mir gesagt: Ja, sind aber auch original Fuji. 10 Euro, also 9,95 Euro sind bei mir 10 Euro. Ja? Und deswegen habe ich gesagt: Nee, will ich nicht. Gibt bestimmt auch eine Internetoption für das, ne? Gut, ich also im Internet geschaut und siehe da, ich habe eine Webseite gefunden, wo man bestellen kann. Und zwar diese nicht originalen Kunststoff-Hakenösen und auch Ringe. Und zwar nicht ein Pärchen, das man irgendwie nachrüsten muss, ja, sondern ein ganzer Stapel voll. Und zwar zu einem Preis, wo man sagen kann, was, echt? Klasse, pass auf. Und zwar die Packung aufmachen hier. Da kriegt man, sage und schreibe, 20 Gummis. Weg sind sie. 20 Gummis und zwar in zwei verschiedenen Stärken für zwei verschiedene Angelstärken. Und 10 von diesen Hakenösen. Für 2,89 Euro plus 75 Cent Versand. Ich habe halt ein bisschen warten müssen, so ungefähr eine Woche. Oder anderthalb waren es. Wenn man ein bisschen geduldig ist, kriegt man einen Haufen voll Kram. Für einen Drittel Preis. Und da habe ich gedacht, okay, die probiere ich mal aus. Und dann habe ich etwas für euch vorbereitet. Und zwar habe ich so ein Ding schon mal montiert. Bei meinem letzten Angelausflug habe ich es auch schon ausprobiert. Und zwar ist hier diese vormontierte Öse. Und hier habe ich meinen Wirbel eingehängt. Normalerweise kommt ja an den Wirbel kommt hier der Köder dran. Das kann ich auch gleich mal zeigen. Und dann kann man den hier einhängen. Wofür braucht man eigentlich diese ganze Einhängerei? Und zwar folgendes. Wenn man es nicht hat, habe ich ja gesagt, beschädigt es hier diesen Ring. Weil die meisten Leute benutzen entweder das Metall, was verkratzt, oder eben hier diesen Ring, der hier innen drin aus Keramik besteht, der wird kaputt gemacht damit. Damit man das eben nicht macht, weil man eben öfters mal beim Spinnfischen Köder anhakt, weiterläuft, Köder abmacht, weiterläuft, Köder anhakt, weiterläuft, Köder abmacht und so weiter und so fort. Ne?
wenn man jetzt so einen Fluss entlang läuft, so 4 Kilometer und öfters mal irgendwelche Stellen anläuft, da ist schon ziemlich viel ab an. Und irgendwann macht und dann ist schlecht. Dann müssen wir hier den ganzen Dings austauschen oder aber sie eine neue Angel kaufen. Also ich will jetzt keine kaufen, ich will es tauschen. Gut. Die letzte Angelrute, die ich mir gekauft habe, die hat eben, wie gesagt, keine Nachhakenöse. Also hier fehlt die Hakenöse, deswegen ist es ein bisschen negativ ausgefallen. Und jetzt werde ich einfach mal gucken, das ist eine dickere Angel wie die, wo ich vorbereitet habe, ob ich da mit dem kleinen oder mit dem großen Gummi arbeiten muss. Ich muss einfach mal gucken. Da gibt es das kleine Gummi, das sieht so aus. Das ist das kleine und dann haben wir hier noch das große. Ich würde sagen, checken wir das mal aus. Wenn das große fasst. So, also man nimmt jetzt die Hakenöse und dann hebt man sich dahin, wo die hin soll. So. Die soll ja dann hinterher so angebracht werden. Und die hat hier so, die Hakenöse hat hier so seitliche Führungsschienen, sage ich mal. Da kommt das Gummi rein. Also man hält es so fest mit beiden Händen. Dann nimmt man, ach nee, das hält man nicht mehr. Moment. Also man nimmt hier die Hakenöse und zerdeppert dabei das Fenster. Da hat der Glaser auch was zu tun. Also man nimmt diese Hakenöse. Das ist halt ein bisschen blöd, weil die Angel ist zusammengepackt. Und friemelt das Gummi so da dran. Und dann zieht man das um die Angelrute herum. Und macht es auf der anderen Seite wieder in die Führungsschiene rein. Das sollte eigentlich relativ einfach funktionieren. Aber wenn man nur zwei Hände hat, dann dauert das ein bisschen. Also ich ziehe das mal so rum. Hake das wieder ein, wenn es funktioniert. So. Hat das jetzt funktioniert? Wunderbar, gut. Hakenöse ist drin. So. Das hat eigentlich relativ kurz funktioniert. Jetzt kann man das noch ein bisschen positionieren, wie man es haben will. So. Und dann kann man die entweder... ich habe sie gerade falsch rum gemacht. Also, wie gesagt, jetzt habe ich das gerade nochmal eben andersrum dran gemacht. Die Hakenöse sitzt jetzt in der richtigen Position. Und zwar nach oben. Da kann man dann wunderbar die einklappen. Wenn man die Hakenöse gerade nicht verwendet, dann ist sie eigentlich im Weg beim Angeln. So. Wenn man dann den Haken wieder reinmachen will, dann macht man einfach diese Öse aus und dann hängt man da einen Haken rein. Das mache ich jetzt auch mal gerade. Also, fertig montiert sieht das Ganze dann so aus. Und ich habe ja gesagt, wenn man viel rumläuft und ständig die Köder halt auch wechselt und einhängen will, weil man von einer Wasserstelle, wir sind nicht in Afrika, von einer Angelstelle zur nächsten geht, dann hängt man den Köder einfach hier ein. So. Kurbelt die Kurbel fest, so, Köder hängt. Dann, wenn man es dann wieder rausmachen will, macht man es wieder raus, klappt das Teil hoch, fertig, Köder enthaken. Dann, nächste Angelstelle, bis zur nächsten Angelstelle, Köder wieder reinmachen, laufen, Köder raus, so. Und keine Beschädigung von irgendwelchen Ringen und dieses Nachrüstset kann ich echt empfehlen. Ich habe es also wesentlich günstiger gekriegt und es funktioniert. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann würde ich mir wünschen, dass ihr mir ein Abo da lasst. Ein Like. Wir sehen uns das nächste Mal, dann geht es auch wieder ums Fischen. Bis dann.